Hallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Sa aus Dessau mal wieder für euch. Und es wird ja in letzter Zeit echt zeitig dunkel, obwohl schon Wintersonnenwende war. Aber wir ja immer noch im Winter sind, deswegen muss ich hier meinen Platz richtig doll beleuchten und man sieht mich da im Schatten. Es ist mal wieder soweit. Die My Couchbox ist da. Und deswegen werde ich die gleich für euch auspacken und natürlich die Süßigkeiten auch gleich probieren. Diese Dinge habe ich schon mal abgemacht. Die kommen gleich mal zur Seite. Ich habe natürlich mich wieder mit einem Glas Wasser bewaffnet. Dann werden wir mal sehen, was in der Box so drin ist. Ich bin wirklich gespannt. Oh! Das schauen wir uns später an. Wir wollen uns ja ein bisschen überraschen lassen. So. Wieder etwas von Vasa. Und zwar ein Käse-Sandwich, Tomato und Brasil von Vasa. Und es sind zwei Stück enthalten. Und die werde ich gleich probieren. Hier seht ihr auch nochmal das gute Stück. Es riecht schon mal sehr herzhaft. Und dann werden wir es mal probieren. Also ich muss sagen, es schmeckt sehr käsig, aber positiv. Und dann Tomate und Basilikum. Mhm. Aber es ist eine gute Mischung mit dem Knusprigen vom Vasa. Das nächste. Liebe YouTube-Gemeinde, was haben wir denn hier? Und zwar, das kenne ich auch. Also ich kenne es nicht vom Geschmack her, ich kenne es eher so vom Supermarkt. Das ist eigentlich nur ein Fruchtmix sozusagen. Den gab es früher mal in Becher. Neuerdings gibt es das hier in diesen Tuben. Und ich werde die Tube jetzt auch probieren. Fruchtig. Sehr fruchtig. Auf jeden Fall. Ab 6 Monate. Ohne Zuckerzusatz, das schmeckt man auch. Also es schmeckt jetzt nicht sehr süß, sondern mehr so nach Erdbeere und weniger süß, also etwas herber. Es schmeckt, als wäre es natürliche Süße. Und ich habe vergessen, meinen neuen Sprüh auszumachen. Ich mache den mal schnell aus. Falls ihr euch jetzt fragt, was Sprüh denn eigentlich ist, dieses Ding kennt wahrscheinlich jeder. Und das sprüht dann alle 9, 8, 10 oder 36 Minuten. Und ich habe es noch auf 9 gestellt, weil ich heute ein neues Ding da reingemacht habe. Deswegen hat das jetzt noch gesprüht. Jetzt sprühst du nicht mehr, sprüh. Ja, unter dem Großen ist noch was drunter. Und zwar, was haben wir denn da? Dahlmanns isländische Moosbonbons. Vitamin C, Hustenbonbons mit bewährtem Extrakt des isländischen Mooses. Ich muss sagen, jetzt in der Erkältungszeit, es wird jetzt nochmal richtig, richtig kalt. Jetzt in der Erkältungszeit gar nicht mal so schlecht und ich werde auch einen probieren, aber ich denke mal nicht zu Ende lutschen. Tada! Ich hoffe, also ich kenne ja diese Dinger hier nur mit Lakritze. Ich hoffe, das ist kein Lakritzgeschmack. Ich glaube, dann flippe ich aus. Mal schon was annehmen. Oh, die sind schweinelecker. Schweinelecker. Mhm. Schade drum.
So, nächstes. Ich nehme mal hier die kleinere Tüte. Waffeln. Habe ich jetzt gespuckt? Quattratini aus Italia. Von Loka. Und natürlich werden wir die probieren. Oh, zum Wiederverschließen. Sehr schön. Obwohl ich nicht so der Waffelfreund bin, muss ich ehrlich sagen. Aber ich meine, man kann sie ja mal probieren. Italienische Waffeln. Ach, die sind ja niedlich. Die lasse ich gleich mal dastehen. Oh, wow. Sind die lecker. Wahnsinn. Natürlicher Genuss. Mit echter Bourbon-Vanille. 74% Füllung. Ich freue mich schon drauf, wenn Tobinator wieder, oder Tobinator, wieder ein Unboxing von der MyCouchbox macht. Und ich bin gespannt, wie er diese Waffeln finden wird. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, oder Tobi, falls du dies hier siehst, dann kannst du mir auch in die Kommentare schreiben, wie du diese Waffeln findest. Die sind immer schweinelecker. Schweinelecker. Jetzt bekomme ich Angst. Oh, oh. Ihr wisst doch noch, bei den polnischen Süßigkeiten hatte ich einen Energy-Riegel dabei, der grottig, wirklich grottig geschmeckt hat. Und hier habe ich ein Handmade Hafervoll Limited Flapjack. Ich ich werde ihn für euch probieren. Liebe YouTube-Gemeinde, ihr könnt euch echt glücklich schätzen. Oh, der fässt sich schon, der fässt. Oh. Ja, okay. Ich bin nicht so der Bio-Freund oder der. Weiß nicht, ich. Mein Mund ist zensiert, ich sehe aus wie Wilson. So. Ich meine, das hat jetzt nichts mit Bio zu tun, überhaupt nicht. Bloß es ist halt so ohne, komplett ohne Zusätze. So vegan. So. Oh, da drauf mal einen Schluck. Da drauf mal ein Schluck ist ein gutes Stichwort, denn ich habe schon gesehen, wir haben mal wieder Flüssigkeiten in der Box. Und zwar Sparkling Tea, Carpe Diem, Kurkuma. Kurkuma ist ein indisches Gewürz, das ungefähr so aussieht wie die Flasche, genauso orange und ein super Farbstoff für Kürbissuppe. Und auch ein super Gewürz für sämtliche indische Gerichte bzw. auch ausländische Gerichte. Ihr könnt es aber auch in euer normales Essen tun, aber das wirkt halt nicht so wirklich. Carpe Diem Kurkuma Sparkling Tea. Aber die Firma heißt nur Kurkuma. Wahrscheinlich wegen dem orangen Logo. Und es ist White Tea and Yuzu. Ich schau mal kurz, was Yuzu ist. Rübenzucker, natürliche Kohlensäure, Zitronensaft, Kurkuma-Extrakt ist drin. Natürlicher Aroma. Natürliches Aroma. Tee-Extrakt mindestens 1,2. Ja. Lasst mich mal kurz gucken, was Yuzu ist. Okay. Weißentee und Yuzu erfrischt mit wenig Zucker. Das passt mir mal nicht so ganz, was Yuzu ist. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es rausbekommen habt, was Yuzu ist. Ich würde. Lasst es uns mal probieren, wenn ich es aufbekomme.
Okay. Es ist nicht süß. Ich habe hier immer noch Haferstückchen drin im Mund. Das ist eklig. Boah. Eine herbe Brause, würde ich meinen. Das ist, also ihr könnt euch das so vorstellen, überhaupt nicht süß, sondern eher, wenn ihr Ingwertee kocht und den ein bisschen kalt stellt. Oder so ein Magen-Darm-Tee, so richtig herb. Mit den ganzen Gewürzen, also die schmeckt man auch. Und das soll mir jetzt Power für den ganzen Tag geben. Es ist jetzt um 5 Uhr nachmittags, Präabend. Und jetzt habe ich noch richtig Power für das Video weiterzumachen. Jetzt wisst ihr es. Oh, der Haferriegel. Wenn ich den Haferriegel sehe, das ist wahr. Ich kann ja mal gucken, was der Haferriegel so Inside hat. So Haferfall Limited Lebkuchen Style Flapjack. Nach Lebkuchen hat es auch ein bisschen geschmeckt. Die haben ja einen Fehler gemacht. Schreibfehler, es ist aktosefrei. Aktosefrei. Aktosefrei und vegetarisch, aber nicht vegan. Zimt-Ingwer begleiten von Walnüssen, Mandeln und Aprikosen kommen warme Wintergefühle auf. Haferfall ist ein junges Unternehmen. Ach, es ist die Firma. Aus Köln und produziert ganz nach dem Motto ohne Zusatzstoffe. So schmeckt's auch, liebe Hafervoll-Gemeinde. Ja, ich möchte jetzt nicht rumnörgeln. Dafür habe ich mir die MyCouchbox bestellt, dass ich Dinge probieren kann. Was nehmen wir denn? Ene mene mu? Wir nehmen mal das hier ganz außen. Oh! White Corn. Herzhaftes Popcorn. Dill. Ich liebe Dill. Ich liebe Dill. Und Zitronengras. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Wildkorn. Mit der Frische Skandinaviens. Original Wildkorn. Seit 2016. Wildkorn ist ehrlich und unverfälscht. Wir setzen unser Popcorn weder Zucker noch Konservierungsstoffe zu und auch keine Farbstoffe oder künstliche Aromen. Man kann auch auf wildkorn.de was bestellen. Salziges Popcorn mit Gewürzen. Na dann. Also ich merke schon, die Box ist ziemlich herzhaft. Es riecht so, als hättet ihr Popcorn gepoppt. Also ihr wärt im Kino und habt vorher noch Fisch mit der Soße. Es riecht wirklich so. Ich habe noch nie herzhaftes Popcorn gegessen. Es schmeckt wie Dillsoße. Es schmeckt... Also dazu jetzt noch ein Fisch und es wäre perfekt. Schmeckt aber gut. Also dafür, dass ich Dill auch liebe. Weitkommen. Haribo macht Kinderfroh. Und Erwachsene ebenso. Oho. Oho. 30% weniger Zucker. Na jetzt bin ich mal gespannt zum Teilen. Nö. Ich bin nicht so der Gummibärchenfreund. Das soll aber eine brandneue Sorte sein. Schmeckt jetzt wie jedes andere Haribo. Also wie die Goldbeeren. Muss jetzt sagen, also es ist jetzt nichts Besonderes. Vielleicht erkennt von den Haribo-Kennern da draußen irgendwelchen anderen Geschmack. Ich erkenne da nichts. Weil ich auch kein Gummibärchenfreund bin. So, das letzte hier in der Box. Ich gucke noch mal rein, nicht, dass ich was übersehen habe. Süß. Zwieback.
Also ich muss ja sagen, dass das passt. Davon probiere ich jetzt aber keins, weil es ist Zwieback. Es ist Brandzwieback. Den habe ich ja auch zu Hause stehen. Deswegen muss ich jetzt den nicht probieren. Mal sehen, was wir hier noch drin haben an Werbung. Ein Rabattcoupon für das Waldkorn Popcorn. Ich lese mal vor, was wir da noch alles kriegen könnten. Wir haben noch Cannonball, Meersalz und schwarzer Pfeffer, El Matador, Tomate und Chili oder Taxi Marrakesch. Das wäre auch wieder Kurkuma und Zitrone. Made with heart in Germany. Dann schreibt es doch auf Deutsch hin. Dann haben wir hier Tipp 24. Lotto spielen brauche ich nicht. Und Blumon. Vase im Wert von 25 Euro geschenkt. Gültig 30 Tage. Frische Blumen bis zu 10 Tage lang. Okay. So. Die Bonbons sind eine kleine Überraschung gewesen von der MyCouchbox Community. Das war's ja auch schon wieder von diesem Video, von diesem Unboxing bzw. Probiervideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich ganz schnell. Hier in der Endcard seht ihr jetzt den Button, auf den ihr mich kostenlos abonnieren könnt. Und noch ein Video, was euch vielleicht gefallen könnte. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Tschüssi!